Tagesordnungspunkt 61, Entschließung zur Stärkung der Geburtshilfe vor Ort. Antrag der Länder Rheinland-Pfalz, Bremen, Hamburg, Hessen, dem Niedersachsen und Thüringen beigetreten sind. Es liegt eine Wortmeldung vor von Frau Staatsministerin Betzing-Lichtentäler aus Rheinland-Pfalz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Geburtshilfe rechnet sich nicht. Das ist die häufige Begründung, wenn geburtshilfliche Abteilungen geschlossen werden. Und wir haben in den letzten Jahren bundesweit eine dramatische Häufung der Schließungen feststellen müssen. Dieser Entwicklung können und wollen wir nicht tatenlos zuschauen. Und deshalb steuern wir auf Landesebene im Rahmen unserer Möglichkeiten auch entgegen und erhöhen beispielsweise die Ausbildungskapazitäten für Hebammen. So konnte bereits in den letzten Jahren die Zahl der Hebammen in Rheinland-Pfalz deutlich gesteigert werden. Außerdem unterstützen wir die Einrichtung und den Betrieb von sogenannten Hebammenzentralen an verschiedenen Orten im Land und damit eine wohnortnahe Vor- und Nachsorge von schwangeren und jungen Müttern, um diesen ein Maximum an Sicherheit vor und nach der Geburt zu geben. Fakt ist aber auch, dass diese Maßnahmen keine Geburtshilfe ersetzen können. Der Kern des Problems liegt woanders, und zwar in den bundesweiten Finanzierungsbedingungen, die dazu führen, dass sich die Geburtshilfe für die Krankenhäuser eben nicht mehr rechnet und Hebammen nur noch als Kostenfaktor wahrgenommen werden. Daraus folgt dann eine personelle Unterbesetzung im Hebammenbereich, die wiederum dazu führt, dass in den Krankenhäusern eine angemessene Betreuung der Gebärenden in vielen Fällen nicht mehr gewährleistet ist. Zu häufig müssen Hebammen in den Kreissälen 2, 3 oder mehr Gebärende gleichzeitig betreuen. Das wird unter anderem belegt durch einen Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages. Und eine zentrale Ursache für die dünne Personaldecke in den geburtshilflichen Abteilungen und die unbefriedigende Betreuungsrelation ist die unzureichende Refinanzierung der Hebammenstellen in den Krankenhäusern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es darf keinen Anreiz für Krankenhäuser geben, an der Besetzung mit Hebammen und damit letztlich an der Sicherheit werdender Mütter und ihrer Kinder zu sparen. Dazu müssen Krankenhäuser darauf vertrauen können, dass sie nicht auf einem Teil der Kosten für die Anstellung und den Einsatz von Hebammen sitzen bleiben. Diese beschriebene Situation verlangt nach Lösungen, die ein Handeln des Bundesgesetzgebers erfordern. Und deshalb fordern die Länder Rheinland-Pfalz, Bremen, Hamburg und Hessen mit dem vorliegenden Antrag die Bundesregierung dazu auf, zeitnah einen Entwurf für ein Geburtshilfestärkungsgesetz vorzulegen, um die Arbeitsbedingungen und die Personalausstattung im Bereich der Geburtshilfe zu verbessern. Denn eins ist klar, das zentrale Problem der unzureichenden Finanzierungsbedingungen kann nur mit einem Bundesgesetz gelöst werden. Vor allem muss es wie im Pflegebereich darum gehen, dass Hebammen vollständig bezahlt und auch die Tarifsteigerungen refinanziert werden. Auch bei der Weiterentwicklung des Finanzierungssystems ist die besondere Situation der Hebammenversorgung in den Krankenhäusern zu berücksichtigen. Die Gesundheit werdender Mütter und ihrer Kinder, aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zufriedenheit der Hebammen, müssen es uns wert sein, die Bedingungen in der Geburtshilfe zu verbessern, auch wenn dies Geld kostet. Und ich möchte an dieser Stelle auch die Forderung der Gesundheitsministerin und Minister der Länder an das Bundesministerium für Gesundheit aus dem Jahr 2018 noch einmal bekräftigen, nämlich die Wirksamkeit des Sicherstellungszuschlags für Hebammen zur Abfederung der hohen Haftpflichtprämien zu evaluieren. Erst im Rahmen einer umfassenden Evaluation können wir doch tatsächlich die Frage beantworten, ob damit die steigenden Haftpflichtprämien im gebotenen Umfang auch aufgefangen werden.
Da die von der GMK geforderte Evaluation aber bislang nicht umgesetzt wurde, wird die Bundesregierung mit dem vorliegenden Antrag aufgefordert, diese Evaluation zeitnah durchzuführen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine gewisse Konzentration der geburtshilflichen Angebote kann aus Qualitätsgründen sicherlich befürwortet werden. Wir sind aber inzwischen an einem Punkt angelangt, an der die flächendeckende geburtshilfliche Versorgung gefährdet wird, wenn es in dem Ausmaß und wenn es in dem Tempo der letzten Jahre zu weiteren Schließungen geburtshilflicher Abteilungen kommt. Gleichwertige Lebensverhältnisse, unabhängig vom Wohnort, bereits bei der Geburt, sind der rheinland-pfälzischen Landesregierung und sind mir auch persönlich sehr wichtig. Und daher sehe ich die Sicherung einer guten geburtshilflichen Versorgung als prioritär an. Lassen Sie uns von daher gemeinsam für verbesserte Rahmenbedingungen für die Geburtshilfe und für eine starke geburtshilfliche Versorgung eintreten. Vielen Dank. Besten Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Zur weiteren Beratung weise ich die Vorlage dem Gesundheitsausschuss zu.